Hallo und herzlich willkommen zur dritten Runde im Naxxramas Seuchenviertel. Und wir gehen zum letzten Gegner, dem guten Loatep, das Spornmonster. Wir nehmen dafür unseren guten Priester, denn wir brauchen ein bisschen mehr Heilung. Das Deck dazu seht ihr jetzt an der linken Seite. Und ja, ich möchte eigentlich schauen, dass wir eigentlich immer einen guten Grundstock an Leben haben. Und da hilft einfach ein Lichtbrunnen, der ist ja unschlagbar. Gut, da haben wir ihn. Und ich bin schon sehr gespannt, ob er auch so viele Sporen wirft, wie damals halt eben im Original Naxxramas. Gut, können wir so lassen, das ist nicht schlecht. Und wir spielen in der ersten Runde gleich unsere Priesterin. Er sollte selbst, wenn er die Sporen spielt, eigentlich nur einen Schaden machen. Und er spielt einen Lepragnom. Das ist schön, das können wir natürlich gleich für uns nutzen. Denn wir hauen ihn weg, kriegen zwar 2 Schaden, können wir aber hauen und gleichzeitig noch eine Karte ziehen. Und bekommen genau den Lichtbrunnen, den wir auch wollen. Das ist sehr, sehr schön. Gut, er coint und spielt, wie ich diesen Naxxramas-Schemen hasse. Ich hoffe ja irgendwann, dass man die als Karte kriegt, aber die ist so overpowered. Also wenn man die sich bis zum Ende stehen lässt, dann dürfte das eine der stärksten Karten werden. Klar, kann man natürlich logischerweise nicht angreifen, macht auch nichts. Deswegen spielen wir jetzt unseren Lichtbrunnen. Den kann er eh nicht weghauen und verstärken noch unsere Priesterin, weil er in der nächsten Runde natürlich ein 3-3er ist. Und können hier entsprechend ins Gesicht gehen. So, er ist jetzt 3-3. Und er spielt diesen blöden Anti-Ghoul. Okay, also, es sieht folgendermaßen aus. Wenn wir den Ghoul vernichten, wir haben unten noch Smite, Heilige Pein. Dann macht er einen Schaden auf alle. Deswegen heilen wir erstmal ihn hoch. Dann hat er 4. Gehen auf ihn, dann hat er noch 2. Hauen nochmal einen Smite drauf. Dann kriegt nochmal jeder einen Schaden. Und den einen kriegen wir jetzt leider nicht weg. Deswegen spielen wir noch mit Priesterin und hoffen, dass er unsere Priesterin nicht weghaut. Okay, er haut sie so weg. Und geht ins Gesicht. Unser Lichtbrunnen macht ganze Arbeit, heilt uns wieder hoch. Und er ist jetzt ein 4-2er, das heißt, wir können ihn höchstens mit der Priesterin weghauen. Beziehungsweise hier sind noch die Sporen. Die Spore macht folgendes, ist ein 0-1er. Wenn wir sie weghauen, seht ihr sofort, kriegen unsere Diener sofort 8 Schaden mehr. Dadurch ist unser Lichtbrunnen jetzt halt auch ein Angreifer geworden. Wir setzen 8-5er und wir können damit den Schemen weghauen. Was ich auch mache. 1 ist natürlich jetzt eine Gefahr, das werden wir auf jeden Fall heilen. Und wir hauen noch einen Akrolyten drauf, um weiter Karten zu ziehen. So, der bekommt auch die Heilung und sie ersetzt, oh, das ist gemein. Er ersetzt alles und wir haben nur noch Bäumchen, kleine Bäumchen. Gut, nichtsdestotrotz, wir sind Runde 6, das heißt, wir können jetzt direkt hier unseren Tank spielen. Und gehen mit allem, was er hat, ins Gesicht und das steht 29-68. Er spielt den Manipulator, holt sich den gleichen Tank. Und haut auf alle einen Schaden drauf auf uns. Wir haben unten genau das heilige Feuer. Das spiele ich auf den Tank, dann ist der weg. Macht ja nichts. Dann holen wir uns die Spore, damit wir mehr Schaden machen können. So, hier kommen 14, hier kommen 10, hier kommen nochmal 10. Und dann sieht das Ganze eigentlich schon recht schön aus. So, er macht das gleiche nochmal, verwendet wieder alles in Bäumchen. Jetzt haben wir 4. Wir können jetzt mit 2 können wir die Schwerter wegmachen. Ja, aber wir haben da unten auch noch unsere schöne Lichtbrut. Die möchte ich eigentlich bevorzugt spielen, weil die halt, kann halt sehr, sehr stark werden auch. Natürlich nicht durch die Samen, aber halt eben ist eigentlich von allen KIs immer ein recht starkes Primärziel. Und der Rest schicken wir jetzt hier ins Gesicht und es steht schon 30-26.
So. Er spielt wieder seinen Tank. Und ja, den müssen wir natürlich jetzt wegkriegen. Okay. Und haut uns 3 Schaden noch rein mit seiner Heldenfähigkeit. Da ist der nächste Lichtbrunnen. Sehr schön. Und wir haben... Wir spielen die Lichtbrut auf ihn. Und wird zwar alles ein bisschen runtergesetzt. Jetzt haben wir noch 2, 3 Einser. Spielen den Lichtbrunnen. Sitz hoch. Und nehmen einen von beiden weg, damit wir nur noch 3 Schaden machen können. So. Und... Ja, immer heilen wir den hoch. Die Lichtbrut können wir auch noch in der nächsten Runde hochheilen. Und spielen noch einen Beutelhamster. Und der Rest geht wieder alles ins Gesicht. Jetzt hoffen, dass er nicht wieder lauter Treants aus uns macht. Nein, noch ein Ross. Ja, also wie ihr seht, alle gehen auf die Lichtbrut. Das ist wirklich ein Primärziel. Das alle gern nehmen. Okay, eine heilige Nova könnten wir höchstens zum Heilen nehmen. Aber ich heile mal meine Lichtbrut hoch. Und wir haben ihn eigentlich eh schon. Genau, er hat eh nicht mehr viel. Und damit haben wir Loatex geschafft. Gut, bin ich sehr gespannt, welche Karte gibt's. Und... Ja, das passiert halt. Ja, du bist als nächstes dran hier. So, und wir bekommen... Ja, Schlickspucker. Halte ich für überbewertet. Ich bin gespannt, wie sich das nachher in den Decks auswirken wird. Okay, jetzt noch unsere Hero-Karte. Und wen bekommen wir? Ja, komm. Auf damit. Und Loatep. Ja, ist glaube ich zu schwach, obwohl er nur 5. So, dann geht's in der nächsten Runde in die Klassenherausforderung. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns gleich bei den Klassenherausforderungen. Bis dann.